Hallo, heute schauen wir uns in unserem Video das Thema Online-Bewerbungen an. Und zwar nicht das Bewerben über E-Mail, das ist schon den meisten eigentlich relativ geläufig, sondern das Bewerben über Online-Portale. Dazu gibt es häufig noch Fragen, was füllt man aus, wie viel schreibt man rein und so weiter. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Bewerbungsportale können unterschiedlich aufgebaut sein. Entweder Sie können Ihre vorgefertigten Unterlagen als PDF hochladen oder aber müssen die Inhalte Ihrer Unterlagen in standardisierte Felder ganz neu eintragen. Daher benötigen Sie auch für diese Art der Bewerbung eine gute Vorbereitung. Genau wie bei der Bewerbung über E-Mail sollten Sie einen auf die Stelle angepassten Lebenslauf sowie ein Bewerbungsschreiben verfassen. Gehen Sie dabei in beiden Dokumenten auf Ihre relevanten Kompetenzen ein und nennen Sie im Bewerbungsschreiben Beispiele für Ihre genannten Stärken. Speichern Sie allerdings Ihre Unterlagen in getrennten Dokumenten und benennen Sie diese mit dem Inhalt und Ihrem Namen. Wenn Sie im Bewerbungsportal lediglich Ihre vorgefertigten Unterlagen hochladen müssen, dann können Sie diese nun im PDF-Format hochladen. Meist ist es jedoch so, dass Sie die Informationen aus Ihren angefertigten Unterlagen, wie etwa dem Lebenslauf, in standardisierte Felder übertragen müssen. Betonen Sie hier Ihre relevanten Qualifikationen und Erfahrungen. Gerade wenn Sie online kürzere Textfelder bearbeiten, speichern Sie nach jedem Zwischenschritt Ihrer Arbeit, um einen Verlust bei Internetproblemen möglichst gering zu halten. Bei Bewerbungsportalen wird auch oft mit offenen Textfeldern gearbeitet. Diese dienen dazu, Ihre Motivation sowie Ihre Stärken und Qualifikationen nochmals hervorzuheben. Auch wenn es optionale Felder gibt, ist es wichtig, dass Sie auch diese Felder ausfüllen. Speichern Sie Ihre Arbeit außerdem nach jedem Zwischenschritt. Um Textfelder zu bearbeiten, schreiben Sie Ihren Text unbedingt zuerst am Computer und speichern Sie diesen ab. So vermeiden Sie, dass bei Abstürzen Ihr gesamter Text online verloren geht. Schreiben Sie außerdem in ganzen Sätzen. Außerdem können Sie mit der Rechtschreibfunktion auf Ihrem Computer Fehler leichter erkennen. Der Text im Textfeld sollte dabei Schlüsselbegriffe aus der Ausschreibung enthalten. Wenn Sie weitere Dokumente hochladen, dann benennen Sie diese mit Ihrem Namen und dem Inhalt. Zum Schluss kontrollieren Sie Ihre Arbeit nach Fehlern und achten Sie darauf, dass Sie alle Felder richtig ausgefüllt haben. Ja, ich hoffe, ich habe Ihre Fragen jetzt alle ausreichend beantwortet. Wenn Sie jetzt weitere Fragen haben oder wenn sich bei Ihnen ganz neue Fragen ergeben haben, dann wissen Sie, wir bieten weiterhin unsere Beratungen an. Einfach über E-Mail oder über Telefon sind wir für Sie erreichbar.